Der Lautiwagen möchte noch ein bisschen weiter vor zur Demo. Wir sind nämlich der erste Block, wir sind der erste Lauti. Das heißt, wenn ihr vor dem Lauti seid, bitte macht meine Schneise, damit er durchfahren kann, und reiht euch hinter dem Lauti ein. Dankeschön. Und wir sind der erste Block, wir sind der antimilitaristische Block. Wir stellen uns gegen Krieg und Krise, gegen den Krieg der Herrschenden, wenn wir wissen, dass dieser Krieg nur Leid und Elend für uns als Arbeiter in der Klasse bringen wird. Hier und international. Wir lassen uns nicht verfeuern für ihren Krieg. Wir sagen Klasse gegen Klasse. Krieg gegen Krieg. Kampf dem Kapital bis der Frieden siegt. Klasse gegen Klasse. Krieg gegen Krieg. Kampf dem Kapital bis der Frieden siegt. Denn doch auch nur die Überwindung des Kapitalismus kann Frieden bringen. Und der Sozialismus hat Frieden. Kapitalismus ist immer Krieg. Oh, ein Sieg, ein Sieg der Kapitalisten. Ein Sieg, ein Sieg der Kapitalisten.
in den Parlamenten rechte Hetze, Nazis, Kriegsstimmung auf. Die Bundeswehr wird neu aufgebaut. Und das Geld wird vom sozialen und militärischen Sektor bekommen. Wir leben in einer Zeit, in der die ganze Welt kriegsüchtig gemacht wird. Wenn die NATO nicht mit den Oststaaten wie China oder Iran, Russland die Kämpfe einstellt, oder wir Jugendlichen, die mit den Iraken nicht mehr die Frage stellen sollen. Thank you.
Yeah.
Russlands wurde die Einreise verweigert. Ist das die sogenannte Fortschrittskoalition? Aber wir machen nicht mit bei eurer Scheiße. Wir lassen uns nicht kriegstüchtig machen. Wir brauchen eine massive Antikriegsbewegung und Mobilisierung gegen diese Repression, die sich gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen und demokratische Einschränkungen sowie angedrohten Angriffe auf das Streikrecht richtet. GEW und Verdi müssen Versammlungen im öffentlichen Dienst einberufen, um die Militarisierung und die Kürzungen zu stoppen. Aber wir müssen sehen, in was für einem Kontext diese Militarisierung und der wachsende Autoritarismus stattfinden. Der Genozid in Gaza nutzt der AfD, um ihren antimuslimischen Rassismus freien Lauf zu lassen. Im Klima des Militarismus hat ihr Aufstieg dazu geführt, dass ihre Position immer mehr normalisiert wurde. AfD-Positionen sind Teil der staatlichen Politik geworden. Aufrüstung, Repression und rassistische Abschottungspolitik werden als Verteidigung von Demokratie und Wohlstand getarnt. Aber Verteidigung wovor und Wohlstand für wen, liebe Leute? Die Militarisierung beschleunigt den Aufstieg der Rechten, den wir auch international sehen. Mit der möglichen Rückkehr Donald Trumps oder der neuen Regierung Argentiniens von Javier Milei. Letzterer baut den Staat autoritär um, kürzt radikal alles Erdenkliche. Mehr als 3,5 Millionen Menschen wurden seit seinem Amtsantritt in Armut gestürzt. In Argentinien sehen wir aber auch, wie der Widerstand gegen das Erstarken der Rechten und die Ausplünderung des Landes durch den Internationalen Währungsfonds aussehen kann. Nur wenige Wochen
Spanien.